Es ist Sonntag, der 13. September und es gibt natürlich mal wieder Sonntagmorgens einen Sonntagskracher vom Olli. Aber ich muss einmal ganz kurz ausholen. In Vorbereitung für diesen Witz, der wahrscheinlich einer der wenigen Witze ist, die du eigentlich heute gar nicht mehr erzählen kannst, musste ich daran denken, wie es vor... Also, ich bin ja 57, so vor 37 Jahren, so mit 20, wie war da der Sommer und wie war... Und da sind mir Sachen eingefallen. Es war ja die Zeit, wo Ryder noch Twix hieß, und nein, Twix noch Ryder hieß, wo du im Freibad, wir haben ja mit unserer, damals hieß es Clique, nicht Gang oder so irgendwas, haben wir schon Spaß gehabt, wenn wir am Kiosk gestanden sind und die Jungs haben sich einen braunen Bär bestellt und die Mädels einen Flutschfinger. Da haben wir schon Kirmes gehabt und es war so eine sensationelle Zeit und wir sind abends auch am Start gewesen und ich bin als heimgekommen und habe halbseitige Gesichtslähmung, Verlust der Muttersprache, aber wir haben irgendwie eine Party gemacht, aber wir haben nicht randaliert, wir sind nicht marodierend durch die Stadt gezogen und haben Zeug beschädigt oder zerstört oder irgendwas, hey, und ich weiß auch nicht, und es ist... Und sie schauen, was aus uns machen. Also. Aber jetzt ein Witz. Jetzt Obacht. Kann ich heute nicht mehr erzählen, aber ich probiere es trotzdem. Mit 20, meine Wenigkeit. Der Olli abends mit dem roten Golf LX. XL? LX hieß es, glaube ich. Sondermodell von viertürig rot. Typ 1 für die Profis. Von meinem Bruder. Polizeikontrolle. Der Polizist gibt Zeichen. Fenster runter, Klasse, und der Führerschein, bitte, junger Mann. Und ich gucke genau und denke, ach du Schande, ich habe meinen Führerschein daheim liegen lassen. Und ich denke, komm, den besteche jetzt, ich gebe dem 10 Mark. Gebe dem einen 10-Mark-Schein raus. Der guckt den 10-Mark-Schein an und sagt, also hör Sie mal zu, junger Mann. Erstens, sind es nicht Sie? Zweitens ist das ein Bootsführerschein. Erstens sind es nicht Sie. Und zweitens ist es ein Bootsführerschein. Oh Mann, die gute alte Zeit, ja. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Bleibt gesund, verliert niemals den Humor. Ich werde jetzt mal zum Bäcker marschieren und dann kann nichts mehr schief gehen. Am anderen Ende war der Olli.